Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Heavy Rain. Wir spielen weiter im Live-Let's Play. Haben wir beim letzten Mal aufgehört. Ah, hier haben wir das Ari-System. Und schauen mal. Aha. Ein Baseball. Cool. Was können wir da... Was können wir da... Was kann ich damit? Yeah! Yeah! Erstmal ein bisschen Spiel mit. Das muss lustig aussehen, wenn man das nicht sieht. Und noch einmal, komm, was so schön war. Okay. Das ist schon irgendwie geil gemacht. Sonnenbrille hätte ich auch gerne. Und so einen Handschuh. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die 5. Folge Heavy Rain ist das. Ich nehme sowieso am Stück auf. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ich glaube, insgesamt 4 Folgen hatte ich letztens, glaube ich, aufgenommen. Müsste, glaube ich, dann die 5. jetzt sein. Dann warten wir mal ein bisschen. Ah, jetzt. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Wie cool das ist. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir, alles andere geht mich nichts an. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Ich muss jetzt mal gucken, wie nochmal die Steuerung war, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen... Bin ein bisschen raus. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten. Wie war denn das nochmal mit den... Achso. Ich habe Blake bei meiner Ankunft gesehen. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Ich verdurste. Nie ist ein Wasserspender in der Nähe, wenn man ihn braucht. Komischer Kerl, dieser Captain Perry. Scheint sich mehr für die Pressekonferenz zu interessieren, als für die Lösung des Falls. Ist das nicht immer so? Harry hält gerade die Pressekonferenz. Könnte interessant sein, reinzuschauen. Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Ja, machen wir mal. Wir schauen uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja so einen Wasserspender. Ach, guck mal hier. Untersuchen? Was? Ich bin bereit. Sollen wir loslegen und über den Fall reden? Ich muss noch was erledigen. Wir reden später. In Ordnung?
Okay. Kein Problem. Sagen Sie mir, wenn es Ihnen passt. Hier war noch der Wasserspender, den würde ich nochmal ausprobieren. Geht das hier? Ah, hier. Na. Jetzt mal ein Becherchen nehmen. Ein Becherchen. Ah, Wasser. Es ist so schwül. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, ich weiß nicht genau, wie viel ich... Sammlung für Larrys Beförderungsgeschenk. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich bei dem letzten... Da stand noch was, warte mal. Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Aber natürlich. Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro. Ja, natürlich. Kommen Sie. Wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, was ich manchmal bei dem Let's Play sagen soll, was auch ein sehr schwieriges Thema ist. Hallo. Deswegen werde ich mal so ein bisschen so auch mal ein bisschen ruhiger sein und das Spiel für sich sprechen lassen. Also nicht böse sein, wenn ich mal nicht so viel sage. Diesmal. Ne? Das? Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Tolles Büro, wenn ich das mal so anmerken darf. Irgendwo im Hinterkämmerchen. Ist irgendwie sehr strange. Naja. Okay, Zeit zu arbeiten. Tja, dann gucken wir doch mal. Bäh. Ekelhaft. So, jetzt wird Zeit für Arbeiten. Da ist schon viel besser. Aber die ganze Zeit auf diese Wand starren wäre, glaube ich, auch nicht geil. Ich hätte mir den Schrank anders hingestellt, bin ich ganz ehrlich. So, dann gucken wir mal. Schritt 1. Das Büro wechseln. So. Alter Schwede. Das ist doch mal ein Büro. Was haben wir hier? Alter, auf dem Mars. Wie cool. Wenn ich deinen Chef nächstes Mal frage, wo arbeitest du denn? Auf dem Mars, musst du sagen. So. Oder irgendwo auf dem Berg. Alter, wie geil das ist. Das wäre doch mal ein cooler Arbeitsplatz, oder? Kann ich den jetzt... Kann ich den einfach wählen? Wie ist alle entfernen? Ich nehme das als Büro. So, Hinweise. Machen wir mal die Hinweise. Was wir im Fall ja gesammelt haben. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Das stimmt allerdings. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Also kein expliziter Hinweis quasi.
eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Das stimmt allerdings. Ich würde das gerne nochmal mit dem der Geoanalyse ausprobieren hier. Keine Geoanalyse dafür. So, dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal die Akten durch. Das ist eine schicke Schublade. Habe ich übrigens auch. Acht so. Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden und alle sind in der Nähe von einer Bahnlinie. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Klar, aber die Bahnlinie kommt dann natürlich schnell weg. Macht natürlich Sinn. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Keine einzige Spur. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Den Chevrolet fährt er ja, haben wir ja gerade rausgefunden. Keine Daten dafür, verdammt. Hätte ja sein können, dass wir das finden. So. Wir haben nichts Neues. Bisher. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Voll die Optik am Schieben. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Oh, oh. Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Ich weiß, ich schaff das. Ja, du schaffst das. Okay. Eieieiei. Waren das jetzt Drogen? Und wie ich schon gesagt hatte, sobald wir Heavy Rain durchhaben, werden wir uns an Beyond Two Souls wagen. Was ich ja selber noch gar nicht kenne, worauf ich mich sehr, sehr freue. Waren wir das jetzt gerade? Das ist Lieutenant Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden.
Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Mars. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Oh Gott, wie spät war es denn gewesen? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. 17.30 Uhr, glaube ich. Bin ich sicher. Ja. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Braun war die, glaube ich, ne? In Braun. Glaube ich zumindest. Und deine Hose. Mehr. Es ist eine Woche her, wo wir es gespielt haben. Boah, was waren die Hose? War die grün, beige, schwarz? Ich glaube, die war grün. In beige. Nein, beige. Verdammt. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Keine Erinnerung. Karussell geblieben, doch. Ja klar. Ich war nicht weg. Ich hab dem Karussell nicht zugesehen. Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich hab keine Ahnung. Ich versteh's einfach nicht. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich... keine Ahnung. Ich war in Panik. Ich weiß es nicht. Okay. Das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Das müssen Sie natürlich sagen. Der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Auch sehr nett. Ja, ich habe schon mal durchgespielt, ist aber schon ewig her. Ich glaube 2012, 2013 auf der PlayStation 3, also ist schon ein bisschen her. Ich kann mich nicht mehr so genau an alles erinnern. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Noch mehr Schuldgefühle. Juppie. Das wollte ich nicht sagen. Erst Jason, jetzt Sean. Oh Mann. Gar nicht, was ich sagen soll. Es ist, wie gesagt, Erinnerung, führen Sie die Bewegung langsam mit dem rechten Stick aus, ja. Es ist so. Heavy Rain, hier schüttet es auch gerade wie aus Eimern. Achso. Dienstag, 21.52 Uhr. Abend. Schönen guten Abend, Sir. Ach, wir spielen wieder den Detective. Da gucken wir mal. So. Oh. Das ist ein schicker Laden, den er hier hat. So, warte mal. Nee, wo ist denn die Getränkeabteilung? Hallo? Gehst du mal in die Richtung?